Willkommen zum ja zur zweiten zum zweiten zum zweiten Kapitel. Scheiße. Oh Mann, ja. Ich dachte, es ist schon zu spät. Oh ja, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die erste Folge von Factorio nennt sich das Spiel. Ein bisschen Kohle muss ich mitnehmen. Für alle, die sie nicht wissen, was das ist, schaut bitte die erste Folge. Ich habe keine Lust, alles nochmal zu erklären. Oder guckt einfach zu. Ja, zugucken und lernen, ne? Genau. Produktion. Ah, okay. Also in den letzten 5 Sekunden haben wir nichts produziert. Das finde ich leicht beunruhigend. Wir haben übrigens gleich Strom. Das ist super. Ich fülle gerade die ersten Knickarm-Roboter, deren Aufgabe es ist, Sachen vom Fließband, das ankommt, einfach hier in diesen Dampfkessel reinzupacken. Das heißt, alles, was da reinkommt, packen sie da rein, außer Eisen, Kupfer. Das heißt, wir sollten aufpassen, dass wir das nicht unbedingt auf die Kohle-Lane packen. Ja. Leider kommt es erstmal einspurig ran, das heißt, wir können es nicht doppeln, aber es macht nichts. Für alle, die sich fragen, was das heißt, seht ihr später. Da gibt es so ein, ja, schon fast eine eigene Wissenschaft, wie sich die Dinger verhalten und so weiter, ne? Genau, und wie man es nennt. Ich habe zum Beispiel echt. Wenn wir diesen Schmelzbus, diese provisorische Schmelzvorrichtung abbauen und da unten nach unten versetzen, würde ich sagen, bauen wir die zweispurig, ne? Also zwei Lane. Ja, genau. Ja, also im recht späten Spielverlauf habe ich da auch oft das Problem, dass ich einfach nicht genug Rohmaterial an die Also sprichst. Schmelzen rankriege. Selbst mit dem schnellen Band reicht das einfach nicht. Also im Da muss großen. man schon. Also im großen Verhältnis würde das dann so aussehen. Zweispurig. Also im großen Stil, das heißt auch mit Lane und Co. Ich brauche noch mehr Kohle. Und toll. Was braucht man für Strom? Richtig. Ich brauche Kupfer. Holz. Das müsstest du eigentlich. Das müsste eigentlich reichen. Ich mache mal erstmal 10 Stück. Jo, Das dauert eine Weile, weil das wird aus Holz und Kupfer produziert, obwohl du diese kannst, glaube ich, noch ein Strommasten. paar mehr machen, weil du musst ja dann gleich noch eine Spur zum Kupfer legen und noch einen Miner machen, dass wir auch Kupfer produzieren können. Stimmt. Jetzt habe ich dir alles gegeben, was ich habe, außer noch ein paar Steine. Jetzt bin ich arbeitslos. Was fehlt mir denn da? Eisen. Eisen, ja. Moment. Eisen wird mir fehlen. Gott, wo sind denn hier Bäume, ey? Da gibt es nur im Westen Bäume. Das Ganze bauen wir hinterher noch ein bisschen schöner. Also das ist jetzt nur provisorisch. Am Anfang ist irgendwie alles provisorisch. Genau. Jetzt hat sich das Symbol übrigens verändert von gelb in rot. Rot heißt, ey, Alter, ich habe keinen Strom. Gib mir Saft. Wenn ich Oh jetzt ja. hier drauf gehe, dann seht ihr Energieverbrauch 0 und Erzeugung gleich 0. Also 0. Hast du schon die Alt-Taste demonstriert? Ist auch recht nützlich. Alt-Taste? Ja? Oder kennst du es selber noch Stimmt, nicht? genau, alt. Wenn ich jetzt, das sieht man jetzt gar nicht. Ich mache mal hier, dann holen wir das Eisen raus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Eisen rein tue. Na, machen wir mal so. Dann seht ihr ein Symbol. Hier werden Eisenplatten produziert. Ist geil, ne? So Ja, sieht und man. man sieht auch hier, wo die, Ausgänge ja, sind. genau, solche Sachen. Und ich lasse das im Moment auch so laufen. Denn das ist doch recht einfach. Da kann man sehen, was hat Produzent, was nicht. Du willst eine Stromzufuhr zum Kupfer haben. Ja. Siehst du eigentlich mein, wenn ich hier, sonst, ne, du siehst meine Maus nicht, ne? Wenn ich das hier. Ne, kannst du eigentlich nicht. Nee, würde mich jetzt wundern. Oben So. auf der Karte hat sich außerdem auch noch was getan. Ja, ich habe jetzt gerade Holz in deine Öfen getan. Und Genau, wir und kriegen gleich Kohle da rein. Super. wir haben Energieerzeugung. Nicht viel, aber immerhin. Wir haben auch nicht genug, nicht so viel Verbrauch. Warte, ich komme mit einer. Achso, hast du noch einen Miner übrig? Nö. Verdammt, dann müssen wir noch einen Miner bauen. Hast du denn die Zutaten, um einen Miner zu bauen? Nö, ich habe kein Eisen.
Ach so, okay, Eisen ist irgendwie gerade immer knapp. Ja, da kommt Kohle, sehr schön, das funktioniert. Wir haben also eine Stromzufuhr, die funktioniert. Ach Moment, ich habe ja noch eine Kiste, die ich vor den Eisen. Ja. Genau. Zur Erinnerung oder zur Erklärung, ihr seht rechts Gesundheit, Widerstände, Feuer. Das Feuer muss 100% erreichen. Nee. Keine Ahnung. Die Temperatur muss 100 haben, damit es läuft. Oh ja. Und die Leistung ist jetzt niedrig, weil wir jetzt nicht so einen hohen Verbrauch haben. Da sieht man es. Wir verbrauchen 180 Kilowatt, das sind zwei Verbraucher. Erzeugen aber auch genug. Du hast gerade was angeschlossen, ne? Angeschlossen. Ne, doch nicht. Ich habe eine Kiste vor dem Miner gesetzt, der produziert es halt dauerhaft. Weil vorher hat er halt das Teil abgelegt und dann war ja fertig. Konnte nichts Stimmt. weitermachen. Das brauchen wir. So. Gibt noch eine viel bessere Methode. Auch dazu brauche ich. Eisen. Und ein bisschen mehr Eisen eigentlich. Ihr seht, auf der Karte hat sich jetzt so ein roter Feld, so ein rotes Quadrat erschaffen, das vorher nicht da war. Das heißt, es erhöht sich die Umweltverschmutzung. Oh ja. Und Abhängig das davon, mögen die Einheimischen gar nicht. ne, abhängig davon, wie das eingestellt ist, ich habe es hier jetzt nicht eingestellt, also wir spielen hier auch friedlich. In Anführungsstrichen. Eigentlich ist es nicht peaceful, es gibt keinen friedlichen Modus. Aber hier greifen die Einheimischen nicht an, also die Einheimischen, die Bestien. Also müssen wir sie erst zuerst angreifen oder wie? Genau genommen greifen wir, wenn wir in ihr Radius kommen, greifen sie an. Und das war's. Ach so. Sonst greifen sie nicht an, auch wenn wir jetzt extrem expandieren. Ich hab's getestet. Sonst wäre ich x-mal gestorben. So, Kupferproduktion läuft jetzt auch. Natürlich wollen wir das alles ein bisschen mehr automatisieren. Dafür brauchen wir aber sehr viel mehr Fließbänder. Ich bin gerade was am Produzieren an Fließband, weil ich das hier automatisieren will, dass wir hier nicht immer manuell nachfüllen müssen. Okay, dann würde ich sagen, du machst Fließbänder und ich mache mir meine. Jo. Aber wir machen nicht so viele befeuerte Miner. Machst du Nee, überhaupt Feuer? Machst du ich mache automatische? keine mehr. Ich mache jetzt noch die elektrischen. Gut, weil die anderen machen keinen Sinn. Die kommen sowieso irgendwann in eine Kiste, die wir vergessen Ich platziere hier werden. mal eine hier Truhe, die nur für Müll ist, okay? Und da tue ich jetzt schon mal die Miner rein. Da oben steht sie. Da sind jetzt einfach nur drei Miner drin. Fertig. Und jetzt kann ich drei neue Miner bauen. Ich würde sagen, das werden. Wenn die Energieerzeugung hier übrigens, die wird natürlich extrem ausschlagt sein. Das ist eigentlich ein sehr komischer Wert, muss ich sagen, bei der Energieerzeugung. Komische Geräusche durch Mikro. So, da ist ein Miner. Noch einer. Ja, das hat man gerade gesehen. Jetzt ist der Und Energieverbrauch gestiegen. noch einer. Aua, da darf ich gar nicht kratzen. Da habe ich angefangen zu bluten. Ich würde sagen. Ich habe es geschafft, mir den Mutter mal total aufzukratzen. Ich habe festgestellt, Ah. bevor ich zu Bett ging, oh, ich blute. Scheiße. Ja, das ist nicht gut. Die Dinger kosten abartig viel. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch mindestens einen von den Minern für unseren Strom und den Rest können wir dann ja. Achso, du willst sowieso erstmal hier alles hinmachen, oder? Wir automatisieren erstmal die Produktion. Okay, gut, Wenn können wir wir auch da, so wenn wir machen. das, wenn wir da unten soweit fertig sind, dann bauen wir das hier oben alles wieder ab und schmeißen das weg. Okay. Mehr oder weniger. Ja, Also, das naja, können, was wir hier abbauen, können wir unten ja wieder aufbauen. das wird wieder verwendet. Genauso diese Öfen, die brauchen, können wir bei Kupfer zum Beispiel legen. Ja, und wir können die Öfen benutzen, um hier die Stahlöfen zu bauen. Später. Die sind ja doppelt so schnell.
So, die Küsse braucht man sich nicht mehr. Wenn du genug hier von den Dingern hast, dann ja, dann nicht. Hast du denn, also ich kann jetzt 4 Inserter bauen. Hast du auch welche, oder? Ja, ich brauche erstmal Kupfer. Gut, dann baue ich hier erstmal welche und dann schäle ich. Nee, ich brauche kein Kupfer. Ich brauche Eisen. So. Das sind automatisierte Knicker am Roboter, wenn ich die 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7. Das dauert 50 Jahre. So, dann kommt hier erstmal eine Kiste hin. Achso, toll. Du kannst ja für die andere Seite machen. Die habe ich gerade gebaut. Wenn wir die mit Strom verbinden, dann laufen sie automatisch. Das heißt, wir haben hier schon eine, ich sag mal, eine ressourcensparende Variante an. Ey, weißt du was? Produktion. Was? Wir können das auch so machen, dass eins von den Fließbändern. Du stehst mir im Weg. Sorry. Dass eins von den Fließbändern auf die andere Seite läuft und dann halt das Rohmaterial auf das gleiche Band tut wie das andere. Wir haben das gerade so einen Tick zu weit rechts gebaut. Naja. Ach nee, wir haben ja noch gar keine Forschung. Also war das schwarz. Nee, doch nicht, das geht so. Wir können jetzt ja mit einem Inserter die beide Materialien reintun und auf der anderen Seite tun wir dann das Fertige wieder raus. Können wir auch machen. Ist nur von der Fließbandführung etwas komplizierter. Wir haben noch keine Forschung, ne? Nee, aber das geht ja auch so. Meinst du, dass wir die erstmal manuell befeuern? Können wir auch, aber du kannst auch einfach hier... Ja, das wird schwierig, wir haben nämlich noch keine Forschung... Ich kann die auch nicht teilen. Ich meine, du könntest jetzt mit dem Fließband hier das so legen, dass zum Beispiel die Kohle erstmal hier ganz nah lang geführt wird, dann hier unten runter, dann nach hier oben und dann hier auf diese Seite vom Fließband. Weißt du, sind beide Materialien auf diesem Fließband und dann kommen die in die Öfen rein und auf der anderen Seite kommt dann die Metallplatte raus. Meinst du? Genau. Ja. Ja, das funktioniert. Ja. Jetzt müssen wir nur noch Strom verlegen. Habe ich schon. Ja, auch für die Arme. Die genau. Sind auch ungeschickt. Jetzt übrigens zur Funktion, was sehr wichtig ist für Factorio. Eines der wichtigsten Elemente im Spiel ist, wir haben ein Fließband und eins haben wir hier connected. Guck mal, was jetzt passiert. Wenn ich jetzt hier beispielsweise Eisen wegnehme. Es landet immer auf derselben Seite. Das heißt, ich habe hier Kohle und da Eisen. Und die Knickarm-Roboter, so heißen die, die nehmen sich das automatisch weg und packen das dann da rein. Jetzt haben wir auch so eine automatisierte Straße. Willst du alles mit Eisen machen? Ja, das ist, können wir erstmal so machen. Ich meine, wir können ja erstmal den Kupfer manuell tragen und später dann, wenn wir wirklich mehr brauchen. Ich meine, ich hole jetzt einfach mal ein bisschen Rohmaterial, zack. Oder wenn wir ein bisschen Forschung haben, dann können wir ja auch diese Splitter nehmen und dann können wir... Ja, die müssen wir sogar nehmen, sonst... ja, wir bauen ja eh alles unten auf wieder. Ja, okay. So, zack. 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 Pass auf, das landet gleich in der Kiste. Ja, wenn wir da noch ein paar Arme hin tun. So, ihr seht, es fängt an. Jetzt... Das wäre jetzt ein bisschen krütsch hier. Aber Hauptsache, das läuft. Siehst du eigentlich die Zahlen, die von den Dingern hochsteigen, oder sehen nur ich die? 27, 17. Ich sehe da was, ja. Okay, gut. Also, das wäre, wenn ich was da rausnehme, ne? Achso, dann, so. Dann siehst du das. Danke. Ach ne, das ist. Wenn ich übrigens hier D und F drücke, wie jetzt, zack, dann ist es weg in mein Inventar. Gott, die Zeit rennt aber auch. Schon wieder? Wir haben's wieder soweit. Krass. Sammelt sich alle in der Kiste hier. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir zu viel produziert. Ja, du hast Kupfer reingeschmissen. Ja. Wir brauchen ja auch ein bisschen Kupfer. Und da ich keine weiteren Öfen hatte, ne? Das
Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr. Jo, während das Ganze brät, geht's in der nächsten Folge weiter. Jo, bis zum nächsten Mal.